Ah, wir sind jetzt heute in einem anderen Apartment. Ich weiß, der Hals ein bisschen was. Ich hau da dauernd gegen die Sessel. Ja, ändern kann ich es jetzt leider auch nicht. Wir haben ein paar Freunde oben im unseren Apartment. Die sind da bei uns im Apartment. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt noch ein Video drehen. Es ist übrigens 1.39 Uhr am, der 2. Januar. Aber nichtsdestotrotz. Wie sagt man das? Wurscht. Ja, frohes neues Jahr. Wir sind in 2020 angelangt. Endlich. Die ganzen Feiertage dauern immer zu lange. Wir dann immer gleich wieder anfangen ins Arbeiten. Dieses Video heute wird ganz speziell für diejenigen, die sagen, sie wollen was erreichen in 2020, wissen aber nicht wie und machen jedes Jahr die gleichen Vorsätze und bringen es aber nie zusammen. Das heißt, heute gebe ich euch 5 Tipps, wie ihr successful sein könnt, wie ihr erfolgreich werdet, boah, bisschen Arsch, um erfolgreich zu werden, bleiben, um, sagen wir so, um die Ziele, die ich mir gesetzt habe, auch zu erreichen. Das heißt, das werden wir heute mal alles durchgehen und ja, ich habe gesagt, fangen wir gleich mal an. Das Allerwichtigste ist einmal spezifische Ziele setzen. Warum ist das so? Na, das macht es nur heller. Das ist besser. Ja, yeah, okay, I had to change the camera a little bit. Why do I speak English? Ich habe jetzt die Kamera kurz wechseln müssen, weil ich gerade gesehen habe, dass es so extrem überbelichtet war. Das heißt, die ersten 15 Sekunden, 30 Sekunden sind jetzt ein bisschen verschwommen. Weil es jetzt extrem... Hallo! Jetzt extrem überbelichtet. Ich muss dazu sagen, heute geht es mir so... Heute ist so schwierig, Deutsch zu sprechen, weil ich den ganzen Tag nur Englisch geredet habe wieder. Und jetzt ist es schon sau spät, aber ich habe da diese Liste gemacht und ich würde das Video jetzt drehen. Deswegen Konzentration! For New Year's Resolutions, you know what I'm talking about. Nummer 1, das Allerwichtigste ist einmal die Ziele niederschreiben, aufschreiben und ganz spezifische Ziele setzen. Was heißt das jetzt, wenn es zu breit ist? Zum Beispiel, ich mache jetzt, weil ich halt viel mit Fitness mache, nehme jetzt das Fitnessbeispiel. Wenn du jetzt sagst, ich würde jetzt einfach mehr getoned sein, ich will jetzt abnehmen, ich will jetzt einfach nur besser ausschauen, das ist nicht spezifisch genug, weil du einfach nicht, du kannst deinen Progress, deinen Fortschritt nicht abchecken. Du kannst einfach nie sagen, okay, jetzt habe ich das Ziel erreicht oder wie nahe bin ich dem Ziel jetzt schon. Wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, okay, ich würde 10 Kilo zunehmen oder 10 Kilo abnehmen, dann weißt du ganz genau, okay, ich fange bei 80 an, jetzt bin ich auf 82, okay, passt, ich habe noch 8 Kilo, bis ich mein Ziel erreicht habe. Oder umgekehrt, ich bin jetzt auf 80 und jetzt bin ich auf, weiß ich nicht, 78. Ja, fehlt da halt dann noch wieder 8 Kilo, bis du deine 10 Kilo abgenommen hast. Das kannst du aber umsetzen und sagen, okay, ich würde in meinem Arbeitsbereich, ich würde, weiß ich nicht, meinen Social Media Start machen. Ich würde für meine Firma, für mein Unternehmen, würde jetzt einen Social Media Account starten und innerhalb der ersten, weiß ich nicht, 2 Monate würde ich 5000 Follower auf diesem Account haben. Das ist sehr präzise, ganz speziell und du weißt, du kannst auch abchecken und sagen, okay, passt, habe ich erreicht oder 25% von dem Ziel habe ich erreicht. Und dann kannst du nämlich besser daran arbeiten und dann wirst du es auch früher erreichen, das Ziel. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Dann Nummer 2 ist, setz dir nicht zu viele Ziele auf einmal. Ich gehe wieder zurück auf dieses Fitnessbeispiel, weil es halt, ja, das ist halt, wie gesagt, ich mache halt viel Fitness und da habe ich das oft gesehen bei Leuten, dass sie dann das neue Jahr beginnen und sagen, erst, ich will jetzt 10 Kilo abnehmen und jetzt mache ich folgendes. Jetzt gehe ich dreimal die Woche eine Stunde laufen, dann gehe ich noch viermal ins Fitnessstudio. Yoga mache ich mit meiner Freundin am Abend dann noch. Im Schwimmclub habe ich mich angemeldet und CrossFit habe ich gehört, ist auch ziemlich cool. Das heißt, das mache ich dann Sonntag und Montag immer. Das heißt, wie ihr jetzt schon mitgekriegt habt, ist das viel zu viel, vor allem für einen Menschen, der ewig lang nichts gemacht hat und dann auf einmal sagt, okay, jetzt gehe ich an, jetzt zerstöre ich die Welt, jetzt mache ich, bin ich der nächste Arnold Schwarzenegger, blase mich komplett auf. Das wirst nicht lang da blasen. Da wirst nach, weiß ich nicht, eineinhalb Wochen, zwei Wochen sagen, okay, passt, Handtuch, wieder schauen. Ein sehr gutes Beispiel ist das Fitnessstudio. Im Jänner melden sich 100.000 Menschen an, neue Mitgliedschaften für irgendwelche Fitnessstudios und dann innerhalb von den ersten 2 bis 3 Wochen hören sie auf, weil sie einfach komplett übertreiben. Die suchen sie einen Plan von einem professionellen Bodybuilder raus, wo sie keinen Plan haben, wissen nicht, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und dann nämlich danach, nicht nur die 2 Stunden im Fitnessstudio, sondern auch danach dann Ernährung, Post-Workout, die ganzen Massagen und so weiter, dass der Muskel ready ist. Und dann hören sie einfach auf, weil sie einfach overwhelmed sind, überwältigt sind mit dem neuen
Stimulus mit dem neuen, mit den neuen Reizen. Du bist einfach komplett überfordert und dann da zahlst das einfach nicht mehr und denkst, okay, passt, ich höre jetzt auf. Das kann man jetzt auch umsetzen und sagen, okay, pass auf, wieder Social Media zum Beispiel, du willst für dein Business irgendwas machen und dann sagst du, pass auf, jetzt mache ich nicht nur Instagram, jetzt mache ich einen YouTube-Account, post dreimal die Woche auf meinem YouTube-Channel, mache dann meinen Instagram-Account, wo ich jeden Tag 5 Stories mache, 4 Posts pro Woche sind Fotos, 3 Posts sind Videos, dann mache ich noch einen Facebook-Account, auf dem Facebook-Account habe ich eine Community, dort will ich dann noch ein riesen Video haben, 15 Minuten pro Woche und kleine Snippets von den Behind-the-Scenes von den ganzen anderen und dann TikTok. TikTok ist booming, jetzt muss ich natürlich TikToks auch machen, da mache ich mindestens 5 am Tag. Ja, wieder, ihr könnt euch gut vorstellen, was da jetzt passieren wird. Du bist komplett überfordert, du schaust auf dein Handy, weißt nicht links und rechts, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch. Ich will qualitativ hochwertigen Content hochladen, habe aber null Zeit, weil ich meine Firma aufbauen muss und dann muss ich noch da posten und dann TikTok sollte ich posten, Facebook will auch was haben, YouTube will was haben, Instagram will was haben. Einfach viel zu viel. Fokussiere dich auf eines, genaues Ziel setzen, durchstarten, einen Plan schreiben und Vollgas geben. Nummer 3, work smart, not hard. Also, ja, auf Deutsch, gescheit arbeiten und nicht hart arbeiten. Übersetzt man das so? Ja. Mit dem Satz habe ich früher immer gekämpft, weil ich mir gedacht habe, was ist schlecht an hart arbeiten? Ich finde arbeiten geil. Einfach nur, ja, geil! Das gibt mir Energie, da denke ich mir, ja cool, ich will was erreichen und dann muss ich ja meine Zeit verwenden, richtig verwenden und hart arbeiten dafür. Aber was jetzt der Punkt an dem ist, es ist nicht schlecht dran, hart zu arbeiten, aber es ist viel besser, smart, gescheit zu arbeiten. Und jetzt ein Beispiel wieder, Fitnessstudio, ich übertreibe jetzt maßlos. Was wird besser sein? 10 Stunden lang einfach nur Cardio machen, 10 Stunden am Laufband sein, jeden Tag. Oder du sagst, okay, pass auf, ich gehe jetzt am Montag eine halbe Stunde laufen, am Dienstag mache ich ein High-Intensity-Interval-Training, dann am Mittwoch mache ich Weightlifting, dann am Donnerstag mache ich Yoga und dann am Freitag mache ich ein bisschen CrossFit. Ich könnte jetzt von außen hin sagen, ja, der 10 Stunden lang an seinem Körper arbeitet und 10 Stunden lang laufen geht, arbeitet härter als der nur eine halbe Stunde im Fitnessstudio ist und immer wieder andere Sachen macht. Genau das gleiche jetzt wieder auf Business oder in dem Fall, weil ich halt für Social Media mache, will ich das jetzt wieder auf Social Media umwandeln. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du willst nicht oder du solltest dich eher darauf fokussieren, gescheit zu arbeiten, anstatt hart zu arbeiten. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, pass auf, ich habe keine Ahnung, wie ich ein Video schneide. Aber mein Freund weiß, wie ich schneide. Naja, dann will ich mich nicht 12 Stunden lang hinsetzen und einfach, ich bin zwar extrem gut beim Aufnehmen, aber dann habe ich überhaupt keinen Plan, wie es dann weitergeht. Ich weiß nicht, wie ich es poste, ich weiß nicht, wie ich es hochlade, ich weiß nicht, wie ich es schneide. Dann frag doch den Kollegen und sag, ja, kannst du mir schnell helfen und mir das zeigen, wie das funktioniert? Nicht ihn machen lassen, sondern einfach nur sagen, ich will dir nur zuschauen, dass ich lernen kann, dass ich schneller bin, dass ich mir nicht 12 Stunden hinsetzen muss und YouTube-Sachen anschauen muss. Übrigens, das habe ich gemacht. Sondern einfach nur zuschauen, schnell lernen und gescheit arbeiten, Zeit sparen und los geht's. Dann Nummer 4. 4 ist, ja, das wird jetzt, ich weiß gar nicht, wie das übersetzen soll. Don't listen to naysayers. Egal, was ihr vorhabt, es ist immer schwierig, diese Idee, diese neue Idee, wo die anderen Leute gar nicht wissen, worum es geht, mit anderen zu teilen, weil die Passion, die Leidenschaft ist in dir drinnen und du kannst es schon ganz genau vorstellen, du weißt schon ganz genau, okay, das und so wird es dann ausschauen und diesen Vorteil wird es den Leuten bringen und das wird funktionieren. Viele werden dir abraten aus 2 verschiedenen Gründen. Nummer 1, sie sind selber zu faul, dass sie was machen und sie wollen jetzt nicht, sie sind auf einer gleichen Ebene mit dir. Und wenn du aber jetzt sagst, ich will was viel Höheres erreichen, dann verlässt du diese Ebene. Und sie wollen dir, warum? Sie wollen dir nicht verlieren, sie haben dich ja gern, sie sind ja deine Freunde oder deine Bekannten oder deine Familie oder was auch immer. Und die wollen dich natürlich in ihrem Level drin lassen, weil das ist ihre Comfortzone und du sollst natürlich drin bleiben, weil du ein wichtiger Part von dieser Familie, Freundschaft oder was auch immer bist. Wenn du aber jetzt da nach den Sternen greifst, dann bist du irgendwann da oben und dann trennt sich das Ganze, dann wird es schwierig, dass ihr da noch immer Kontakt habt. Das ist Nummer 1. Das heißt, ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist, ich sage einfach nur, dass ihr versteht, warum euch Leute nicht zu sehr motivieren, weil sie euch einfach nicht verlieren wollen. Und die Nummer 2 ist einfach nur, dass sie sich das Ganze nicht vorstellen können. Das heißt, das wieder, weil sie dann zum Beispiel sagen,
Gutes Beispiel, wie ich damals gesagt habe, ich gehe jetzt nach Amerika, haben alle immer gesagt, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich weiß weder, wie das mit dem Visum geht. Die Competition ist riesengroß. Wie machst du das? Darfst du dann da drüben arbeiten? Und so weiter und so fort. Da sind so viele Fragen bei den Leuten aufgekommen, die ich schon für mich beantwortet habe. Ich habe ganz genau gewusst, wie es machen wir. Nur trotzdem, der Grundgedanke ist einfach einmal, ich persönlich würde mir das jetzt nicht trauen. Deswegen rate ich dir einmal auch davon ab, weil ich mich überhaupt nicht auskenne, weil ich scared bin von dem Ganzen, den Schritt zu wagen. Aber das ist auch gut so, weil das ist nicht deren Traum, es war mein Traum. Ich wollte nach Amerika gehen. Und deswegen habe ich es auch gemacht. Irgendwer anderer hätte es wahrscheinlich gar nicht geschafft, weil es kein Traum von dem Menschen war. Das heißt, warum ich jetzt so lange da drum rede, ist eigentlich wirklich nur ein Grund. Es wird kommen. Es werden Leute sagen, nein, mach das nicht. Nein, fang nicht deine Bäckerei an. Nein, warum willst du noch eine Pizzeria aufmachen? Hörst du auf Social Media? Was für einen YouTube-Kanal willst du denn überhaupt aufmachen? Kannst du das? Weißt du überhaupt, wie man Videos schneiden kann? Das kostet so viel. Und dann musst du das machen. Und weiß ich nicht. Und da jetzt hinziehen oder dort das machen. Real Estate. Du kennst dich überhaupt nicht aus mit Wohnungen kaufen. Leute werden immer einen Grund finden, warum du nicht starten sollst. Das heißt, hör nicht auf die Leute, starte heute. Nummer 5, ganz, 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 ganz wichtig, celebrate your successes. Ein Problem, da habe ich mit einem Freund drüber geredet, unser Problem als generell die Menschheit. Wir überlegen mal, an was kannst du dich mehr erinnern? An die guten Zeiten oder an die schlechten Zeiten? Wahrscheinlich an die schlechten Zeiten, weil wenn jetzt irgendwas war, zum Beispiel Autounfall, du hast einen Autounfall und dann regst du dich drüber auf, wochenlang, naja, das ist jetzt kein, ich tut nicht hinfahren und das Auto ist hinig und das kostet mir jetzt 1500er und ja, der ist mir da so deppert reingefahren und das ist ja komplett unnötig und komplett schlecht, negative Energie, komplett schlecht, obwohl es einmal passiert ist und du kannst das ja nicht ändern. Das heißt, warum so viel Zeit drauf verschwenden? Oder deine Relationship, deine Beziehung ist vorbei. Dann redet man wochenlang über was nach, was man nicht ändern kann oder meistens nicht ändern kann. Das heißt, da verwendet man dann so viel Zeit und Energie auf dieses Negative. Was wir aber sehr selten machen, ist unsere kleinen Successe oder diese Erfolge feiern. Wir verwenden so viel Zeit auf Sachen, die wir überhaupt nicht uns fokussieren sollten. Aber wenn es dann wirklich drauf kommt, irgendwas zu teilen, wo man sagt, ich habe jetzt das erste Monat ist vorbei, ich habe jetzt 5 Kilo abgenommen. Warum feiert man das nicht? Weil man sich das Ziel gesetzt hat, ich will 10 Kilo abnehmen. Das heißt, bis ich 10 Kilo nicht erreicht habe, feiere ich nicht. Und dann, auch wenn man die 10 Kilo erreicht hat, hat man normalerweise dann schon wieder, ja super, passt, aber okay, jetzt ist gleich weiter, jetzt noch 10 Kilo abnehmen. Das heißt, man ist immer wieder fokussiert auf mehr, 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 mehr. Ich weiß, unsere komplette Gesellschaft, überall ist es so, mehr, 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 mehr ist besser. Ich habe gar nichts dagegen. Ich bin ja genauso. Ich will ja auch immer mehr und mehr und mehr machen, mehr Videos machen, mehr da, überall, mehr trainieren. Am liebsten hätte ich 100 Stunden am Tag Zeit, alles zu machen, was ich machen will. Also nochmal, nicht falsch verstehen, ich habe absolut nichts dagegen, wenn man immer mehr, 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 mehr haben will. Das Einzige, was ich sagen will, ist, wenn du so motiviert bist, mach sicher, dass du immer wieder deine kleinen Schritte feierst. Gutes Beispiel, ich bin 2014 ausgewandert, habe 2014 mein Student Visa bekommen und dann 2015 graduated from school und dann habe ich mich angemeldet für mein OPT, Optional Practical Training. Das ist ein Einjahresvisum, dass du ein Jahr in dem Field, wo du abgeschlossen hast oder studiert hast, darfst du dann nachher dort arbeiten. Und das war echt harte Arbeit, also ich habe geschwitzt, ich habe da so viel Zeit investiert, Geld investiert und dann schickst du das Ganze ab und dann wartest du einfach nur. Und dann habe ich das gekriegt, mein Ziel war Green Card. So, das war aber ein Step, das war the first Step towards my Green Card. So, für mich war das so, okay, ich habe jetzt mein Visum, mein Studentenvisum, jetzt habe ich mein OPT gekriegt. Ich habe das nicht gefeiert. Jetzt rückblickend, wenn ich mir denke, das war ein Riesenschritt und ich habe es nicht gefeiert. Und man sagt, das Problem beim Nicht-Feiern ist folgendes, du bist dann dauernd in diesem Arbeitsmodus drin und dauernd in diesem mehr, 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 ich muss arbeiten, ich habe es noch immer nicht erreicht, ich habe es noch immer nicht erreicht, ich habe es noch immer nicht erreicht und dann machst du dich selber so fertig, dass du komplett vergisst, was du schon alles erreicht hast.
Das ist das Gleiche, wenn du ein Handy aufladest. Es geht ja auch nicht von 0 auf 100. Es geht ja auch von 0 auf 10 und dann auf 15, 20 und dann irgendwann ist es auf 100. Und das Gleiche ist mit deinem Ziel. Das heißt, du fängst bei 0 an und dann, wenn du bei 25 bist, feierst. Den Fehler, was ich halt gemacht habe, dass ich mein OPT nicht gefeiert habe, habe ich dann komplett gewechselt, wie ich mein O1-Visa gekriegt habe. Das ist ein Talent-Visa. Den Tag, da kann ich mich noch ganz genau erinnern, das war kurz vor Thanksgiving in 2017. Und ich mir gedacht, nein, das ist jetzt vor Thanksgiving, kriege ich es wahrscheinlich nicht. Und dann muss ich wieder eine Woche warten. Und dann kriege ich den Anruf von meinem Anwalt und sie sagt, ja, ich habe gute Neuigkeiten und mir sind schon die Tränen runtergelaufen. Und ich mir gedacht, bitte sage es. Und sie sagt, du hast ein O1 Talent Visa bekommen. Und dann ist es gegangen, bam, ins Telefon reingeschrien, die Tränen sind mir schon runtergelaufen und dann habe ich einfach nur gesagt, yeah, geil! Und dann das Erste, was ich gesagt habe, habe ich gesagt, okay, passt, ich habe so lange gearbeitet, ich bin 2014 hingekommen und 2017 habe ich mein O1 Talent Visa bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, Leute, jetzt gleich direkt ein paar Freunde angerufen, direkt essen gegangen, alle zum Essen eingeladen. Und ich habe einfach so ein gutes Gefühl gehabt. Und dieses Essen gehen, einfach nur, und das klingt jetzt so banal, aber nur Essen gehen und diesen kleinen Schritt, obwohl es ein Riesenschritt war, aber dort, wo ich hin will, ist ein kleiner Schritt, aber viele kleine Schritte machen dann ein großes Endergebnis. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles Sinn macht, aber macht diese kleinen Schritte, wenn ihr irgendwas erreicht habt, celebrate that. Teilt es mit jemandem, teilt es mit Leuten, die ihr liebt, mit denen ihr euch gern umgebt. Das ist einfach Leute, die es mit euch feiern können, wollen. Ja, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, was ich noch sagen soll. Herzlich willkommen in 2020! Das Jahr wird mega geil, ich freue mich extrem drauf, viele Sachen, die geplant sind. Als Wichtigste für YouTube, für euch jetzt einmal, herzlichen Dank nochmal fürs Einschalten. Vergesst nicht, wie sagt man es auf Deutsch, abonnieren, die Glocke anmachen und ich freue mich schon wieder auf die Kommentare, weil die haben wir jetzt schon lange nicht gelesen. Aber das letzte Mal war kurz vor Silvester, da waren schon alle am Feiern. Jetzt gehen wir es an. Das ist jetzt auch noch ganz wichtig. Dienstag werden wir jetzt Livestreams machen, wahrscheinlich um 9 Uhr. Zumindest ist das auf Instagram das Ergebnis gewesen, dass viele den Livestream um 9 am Abend deutsche Zeit haben wollen. Das heißt Dienstag YouTube-Livestream, Donnerstag bleibt gleich. Deutscher Donnerstag. Ja, geil! Ja, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Also, danke fürs Einschalten. Jetzt sehe ich euch dann am Dienstag beim Livestream. Gebt's Gas, alles Gute im neuen Jahr und bis bald. Ja, geil!